Hallo Klickenabendler, wir sind bei DLP Games und neben ist der Markus. Hallo Markus. Hallo. Du hast einen interessanten Beruf, du bist im Prinzip freiberuflicher Redakteur bzw. auch Regelschreiber. Ganz genau, richtig. Und bei Maracaibo habe ich auch die Regeln schreiben dürfen, das war sehr toll. Wie lange dauert sowas? Ich bin jetzt eigentlich dabei seit Oktober letzten Jahres, da hat sich auch viel getan. Aber sehr spannend, mit dem Alex Pister zu arbeiten, ist immer phänomenal. Also testet man dann auch eine geschriebene Regel, ein bisschen noch wie ein Prototyp, damit man versteht, dass Leute das verstehen, wenn sie es lesen? Ja. Ja, wir haben einige Lektoren noch gehabt, alles Mögliche durchbesprochen, sehr oft durchbesprochen. Ist uns sehr wichtig, gerade also die Anleitung ist jetzt 24 Seiten lang, so kurz wie möglich natürlich. Hat natürlich auch viele Symbolübersichten und so, also man muss keine Angst haben davor. Spielkomponentenübersichten. Genau. Ja, ist einiges dabei. Das Spiel, über das wir reden, heißt Maracaibo, ist eher ein Kennerspiel, würde ich sagen, ja. Oder Expertenspiel in die ja. Richtung. Dauert so 90 Minuten. Ich hätte so gesagt, 30 Minuten pro Spieler. Ja, wenn man es schon ein bisschen besser kennt, dann geht es auch sicher ein bisschen schneller. Ist natürlich auch immer gruppenabhängig. Gerade bei Kennerspielen ist das immer so eine Sache, aber mit 30 Minuten pro Spieler kommt man ganz gut hin. Ist vom Alexander Pfister, hast du schon gesagt, wo sind wir thematisch? Jeder Spieler oder jede Spielerin ist ein Freibeuter oder eine Freibeuterin und versucht möglichst viele Siegpunkte in der Karibik zu gewinnen. Gut, dann haben wir das Spiel hier für uns aufgebaut. Dann wäre es ganz cool, wenn wir mal ein bisschen über die Spielmechanik sprechen, wie es funktioniert. Ja. Maracaibo wird über 4 Runden gespielt. Das Ziel ist es, dass ich nach 4 Runden die meisten Siegpunkte gesammelt habe. Wir sind reihum an der Reihe. Und wenn ich dran bin, durchlaufe ich in meinem Zug 3 Phasen. Ich bewege mein Schiff, führe eine Aktion durch und ziehe dann meine Handkarten wieder nach auf mein Limit. Das Besondere ist, dass eine Runde, also ich führe immer meine Bewegung durch, wie schon gesagt, gibt es 4 Runden, eine Runde endet, sobald der erste Spieler ganz vorne auf dem Feld 21 hier ankommt. Ja, das heißt, es ist unabhängig von den anderen Spielern. Das heißt, ich kann Tempo machen, ich kann mich zurückfallen lassen. Ich will mich oft nicht zurückfallen lassen, aber ich kann vielleicht plötzlich vorziehen, um euch zu zeigen, ihr müsst schnell nachziehen. Ja, zudem komme ich aber dann gleich noch in aller Ruhe. Wie schon kurz angesprochen, meine erste Phase besteht immer aus einer Bewegung. Bei der Bewegung muss ich mein Schiff zwischen 1 und 7 Felder weiterziehen. Ich nehme dafür mein Schiff und fahre einfach so viele Felder, wie ich fahren möchte. Es kann sehr sinnvoll sein, mehr als ein Feld zu fahren. Warum? Das wird auch gleich klar. An dem Feld, an dem mein Schiff endet, darf ich eine Aktion durchführen. Es gibt 4 verschiedene Arten von Hauptaktionen. Es gibt auch noch freie Aktionen, zu denen komme ich etwas später. Die erste Aktion, die ich durchführen kann, ist eine Stadtaktion. Stadtaktionen sind alle diese Aktionen, die in so einem rechteckigen Feld sind, in einer rechteckigen Schriftrolle. Diese Stadtaktion teilt sich in 2 Teile auf. Zum einen kann ich ein Feld beliefern und dann darf ich die abgebildete Aktion durchführen. Beim Beliefern ist es so, wir sehen hier immer diese Lagerfelder, hier in Santiago gibt es noch 4, später gibt es aber weniger, ist noch ein bisschen von der Spielerzahl abhängig. Wenn ich hier hinfahre und diese Stadtaktion durchführe, darf ich eine dieser Waren aus meiner Hand ablegen, das sieht man auf den Handkarten, zu denen ich später noch etwas komme. Ich lege die Karte ab und darf eine Scheibe von meinem Spielplan entfernen. Jeder Spieler hat so ein Schiffstableau, ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen, wo bei verschiedenen Effekten diese Scheiben sind. Die dann Sachen freischalten, wenn genau, sie weg sind. Ja. Sobald ich die zweite Scheibe von etwas entfernt habe, bekomme ich diesen Bonus. Es gibt sofort Boni, es gibt Boni, die mir einfach während dem Spiel helfen, die für mich manche Aktionen stärker machen, die mein Handkartenlimit erhöhen. Ja. Das sind alle sehr unterschiedliche Boni. Das heißt, deswegen ist es ganz wichtig, Waren zu liefern, um dort an diesem Punkt einfach diese Eigenschaften freizuschalten für mich. Danach darf ich die Aktion, die hier daneben abgebildet ist, durchführen. Zu denen komme ich dann ein bisschen später, wenn es etwas relevanter ist. Das ist die erste Möglichkeit. Ich führe eine Stadtaktion durch. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich eine Dorfaktion durchführe. Dorfaktionen kann ich in Dörfern durchführen. Das sind die kleinen Orte. Die Dorfaktionen sind so, ich nenne es mal Basic-Aktionen. Die Anzahl an Dorfaktionen, die ich durchführen darf, ist davon abhängig, wie viele Schritte ich mit meinem Schiff gerade durchgeführt habe. Wenn ich 1 bis 3 Schritte durchgeführt habe, darf ich eine Dorfaktion durchführen. Bei 4 bis 6 Schritten darf ich 2 durchführen. Bei 7 Schritten darf ich sogar 3 durchführen. Eine Dorfaktion unter anderem ist, dass ich mir eine Dublone aus dem Vorrat nehmen darf. Aber die wichtigste Dorfaktion ist normalerweise, ist, dass ich eine Karte aus meiner Hand kaufen darf. Dafür wähle ich eine meiner Handkarten, die ich kaufen möchte, bezahle die dort abgebildeten Dublonen
Möglicherweise sind da auch noch andere Eigenschaften, die ich erfüllen muss, und darf die Karte vor mir auslegen. Ja. Ab dann gilt der Effekt auf dieser Karte für mich. Auch hier gibt es ganz verschiedene Effekte, die ich haben kann. Es gibt zum Beispiel Einkommenseffekte, die mein Einkommen am Rundenende erhöhen. Sowohl entweder mein Dublonen-Einkommen als auch mein Siegpunkte-Einkommen. Es gibt Soforteffekte, die mir verschiedene Sachen geben. Es gibt wieder Spezialfähigkeiten, es gibt Gehilfen, zu denen komme ich in 1 bis 2 Minuten. Ja. Die Karten sind auch alle komplett unterschiedlich. Ja, das heißt, ich lege vielleicht mal ein paar auf, man sieht hier auch ein paar. Die Effekte sind wirklich in voller Bandbreite. Natürlich gibt es einige Sachen, die wir als Spieler kennen, gerade Einkommenseffekte. Jeder mag Einkommen in Spielen. Ja. Nicht nur im Spiel. Ja, nicht nur im Spiel, ja. Da sind wir alle schuldig. Da gibt es ganz viele Sachen, die man mit diesen Karten machen kann, zu denen ich aber ein bisschen später noch etwas komme. Das war die zweite von meinen 4 Hauptaktionsmöglichkeiten. Erste war Stadtaktion, zweite die Dorfaktion. Die dritte ist eine Quest erfüllen. Für die Quests muss ich etwas ausholen, bevor ich da etwas mehr sage. Maracaibo ist ein Story-Spiel. Das heißt, Maracaibo spielt eigentlich in einer Story. Wenn wir beginnen, spielen wir Kapitel 1. Es hat einige Kapitel. Und in der Story passieren verschiedene Sachen. Dafür gibt es auch bestimmte Quests. Ganz wichtig ist, man kann auch ohne Story spielen. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten. Also wer einfach ein flockig lockeres Maracaibo spielen will, kann das ganz einfach auch ohne machen. Durch diese Story gibt es Legacy-Plättchen, die wir jetzt hier nicht haben, weil auf der Messe nur ohne Story gespielt wird. Wird nicht gespoilert. Genau, keine Sorge. Wodurch sich Sachen in der Karibik verändern können. Es können neue Städte entstehen, es können alle möglichen Sachen passieren, wo ich natürlich jetzt nicht allzu viel drüber verlieren möchte. Wichtig ist, diese Kampagne ist auch reversibel. Ich kann alles wieder zurücknehmen und von vorne anfangen. Also es ist jetzt nicht wie andere Legacy-Spiele, die einmal spielen und weg sind, sondern Maracaibo kann man beliebig oft spielen. Also die Story integriert sich sozusagen ins Spiel. Jetzt komme ich gleich zurück zu den Quests. Quests sind diese quadratischen Plättchen, die man hier zum Beispiel sieht und hier. Ja. Als Hauptaktion darf ich in einer Ortschaft, wo sich mein Schiff befindet und eine Quest ist, die Quest dort erfüllen. Dafür muss ich das abgeben, was dort abgebildet ist. Im Normalfall sind das Waren, die ich auch unter anderem in meinen Handkarten haben kann. Ja. Manchmal sind es aber auch Figuren und bekomme dann die abgebildete Belohnung. Die Quest nehme ich dann zu mir, die ich auf meinem Schiffstableau auch sammle. Quests kommen nicht sofort nach. Wenn man mit der Story spielt, gibt es auch sogenannte Story-Quests. Da liegt immer nur eine aus. Wenn ich eine Story-Quest erfülle, heißt das, dass die Geschichte am Ende der Runde weitergeht. Ja? Das erkläre ich dann gleich noch ein bisschen in aller Ruhe. Das sind die Quests. Das Letzte, was wir haben, sind noch Gehilfen. Durch manche Karten, das sind die Karten, die alle ein blaues Feld haben, wenn ich so eine Karte kaufe, darf ich einen meiner Gehilfen auf das jeweilige Feld in der Karibik setzen und habe, wenn ich zu diesem Gehilfen mit meinem Schiff komme, dort eine besonders starke Aktion, die ich durchführen darf. Ja, das ist die 4. Hauptaktion. Daneben gibt es auch freie Aktionen, die ich durchführen kann. Eine freie Aktion ist, dass ich zum Beispiel eine meiner Handkarten zu einem Planungsfeld bei meinem Spielplan, bei meinem Schiffstableau legen darf, einfach meine Hand ein bisschen frei zu machen und um es für mich leichter zu machen. Diese Karten sind sozusagen reserviert, dass ich sie später kaufen darf, wenn ich möchte. Ich muss aber nicht. Ja? Die zweite und die normalerweise weit wichtigere freie Aktion ist die Karriereaktion. Jeder Spieler bekommt zu Spielbeginn eine Karrierekarte, wo 3 verschiedene Aufgaben abgebildet sind. Hier zum Beispiel, ich muss Quests sammeln, ich muss meinen Entdecker, den ich noch nicht erklärt habe, voranbringen und ich muss mein Schiff upgraden. Ich kann als freie Aktion, wenn ich eine Aufgabe erfüllt habe, mich entschließen, diese Aufgabe auch zu aktivieren. Dann darf ich diesen Gehilfen nehmen. Das ist auch eine Ressource, die ich für verschiedene Sachen einsetzen kann. Und bekomme eine Belohnung. In diesem Fall ist die Belohnung auch ganz einfach. Wenn ich 2 Quests erfüllt habe, das muss ich mindestens erfüllt haben, um das zu aktivieren, bekomme ich 2 Dublonen. Wenn ich sogar 3 geschafft habe, bekomme ich 2 Dublonen und 2 Siegpunkte. Da sagt man natürlich, naja, Moment, da warte ich natürlich bis zum zweiten. Aber Geld ist in diesem Spiel knapp. Ja, diese 2 Dublonen können mir so helfen, dass ich es vielleicht vorher auslösen will. Und wenn ich alle 3 Karriereaufgaben während des Spiels erfüllt habe, dann bekomme ich auch noch einen zusätzlichen Bonus. Das heißt, das gibt am Anfang so ein bisschen was, in welche Richtung ich spielen möchte. Gut,
Das sind mal die, im Großen und Ganzen die Hauptaktionen, die man durchführen kann beim Maracaibo. Nachdem ich meine Hauptaktion durchgeführt habe, ziehe ich auf mein Handkartenlimit nach. Im Normalfall sind das 4 Karten. Durch Schiffsupgrades kann es aber auch sein, dass das mehr wird. Beim Nachziehen habe ich immer die Wahl, entweder ich nehme eine Karte gratis vom Stapel, ohne sie anzuschauen, oder ich nehme eine offene aus der Auslage, das kostet mich aber eine Dublone. Kann ich aber natürlich mit einem Schiffsupgrade auch gratis machen. Natürlich. Genau, ist immer die Frage, was als Spieler ich machen möchte. Das sind mal die Basics. Und dann bewegt man sich ja stückweise, man muss sich ja immer nach vorne bewegen, man kann sich nicht zurückbewegen. Und irgendwann mal erreicht jemand halt hier das Ende. Ganz genau. Wenn ein Spieler das Ende erreicht, einer Runde, dann passieren ein paar verschiedene Sachen. Wichtig ist dabei, man kann zwar vorpreschen, aber auf Feldern mit so einer roten Hand muss man stehen bleiben. Das heißt, sobald ich auf das Feld 20 fahre, wissen alle anderen Mitspieler und Mitspielerinnen, einen Zug haben sie noch und dann ist die Runde vorbei. Ausnahme ist die 4. Runde, da gibt es noch 2 Züge. Ja? Am Ende einer Runde passieren verschiedene Sachen. Zum einen hat jeder Spieler die Wahl, entweder noch eine seiner Karten zu kaufen oder 2 Siegpunkte zu nehmen. Danach erhält jeder Spieler Einkommen anhand dessen, wo sich seine Einkommensmarker befinden, sowohl Dublonen als auch Siegpunkte. Die Waren, die geliefert wurden, werden entfernt, die Karten werden weggetan. Wir decken hier eine neue Karte auf, zu denen komme ich gleich noch. Möglicherweise geht die Story weiter. Was dann heißen würde, wir ziehen eine neue Storykarte, lesen die vor. Das sind oft Entscheidungen dabei, die getroffen werden müssen. Wie auch immer, das möchte ich natürlich jetzt nicht drauf eingehen, das werden die Spieler dann selber merken. Und das Besondere eben, alle kommen dann zurück nach Havanna. Also es ist jetzt nicht wie bei Spielen wie bei Great Western Trail, dass ich einfach lustig herumdümpeln kann und so langsam bin, wie ich will, sondern wirklich alle kommen dann zurück. Ja, das heißt, das muss sehr gut geplant sein. Es gibt noch 2 wichtige Elemente, auf die ich in jedem Fall eingehen sollte. Zum einen ist das der Kampf. Der Kampf ist jetzt nicht wirklich Spieler gegen Spieler, sondern der Kampf ist von 3 Nationen, nämlich Frankreich, Spanien und England. Das ist diese Aktion hier. Ja, also immer wenn ich die 3 Flaggen mit den Schwertern sehe, ist das die Aktion, die ich zum Beispiel auch hier durchführen kann. Wenn ich kämpfe, ziehe ich das oberste Einflussblättchen und darf mir eine von den 3 Nationen aussuchen. Also entweder Frankreich, Spanien oder England. Manchmal bekomme ich auch einen Bonus. Manchmal ist der Kampfwert sehr hoch und ich muss etwas dafür zahlen, um den zu nehmen. Aber ich kann immer irgendwas nehmen. Jede Nation hat einen bestimmten Kampfwert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Franzosen gewählt hätte, wäre mein Kampfwert 4. Und ich darf damit Kampfaktionen durchführen. Kampfaktionen sieht man auch dann bei sich auf seinem Spielertableau. Da startet jeder mit 2. Ich kann weitere während des Spiels freischalten. Durch Schiffstableaus und durch Karten. Und was dadurch passiert ist, ich gehe jetzt nicht so ganz genau ein, wie das funktioniert, aber dadurch kommen die Würfel der jeweiligen Nationen auf den Spielplan und gleichzeitig bewege ich meine Einflussmarker bei der jeweiligen Nation voran. Was wieder relevant für meine Siegpunkte am Ende des Spiels ist. Richtig, ja, am Ende ist es ein Multiplikator. Ich multipliziere dann, wie viele Felder hier freigelegt wurden mit dem Wert, wo ich gelandet bin. Also in dem Fall würde ich mindestens 9 Punkte bekommen. Es gibt noch eine Mehrheitenwertung dafür, welche Nation am meisten auf dem Spielplan vertreten. Versuche also hier nach vorne zu kommen und dann natürlich möglichst viele Kämpfe mit der Nation zu gewinnen. Genau, richtig. Ja. Gleichzeitig kann sich es aber auch auszahlen, natürlich, wenn jemand anderswo vorprescht. Es ist nämlich auch leicht, so bei den 1 und mal 2 hinzukommen. Also das ist immer die Frage, in welche Richtung möchte ich da jetzt gerade gehen. Genauso ist es hier natürlich aber auch schön, dass man mit einem Schritt von dem 4 auf den 5er Multiplikator kommt. Das ist halt immer die Frage, die man sich während dem Spiel stellen muss. Die auch natürlich auch sehr abhängig ist davon, von den Kampfblättchen, wie die gerade kommen. Das ist eben auch eine der großen Arten, wie ich beim Spiel eine Siegpunkte mache. Genauso auch die Karten, die ich ausgespielt habe, bringen mir sehr viele Siegpunkte. Die 2. große Aktion ist die Entdeckeraktion. Das ist immer dieser Globus. Beim Globus darf ich meinen Entdecker um bis zu so viele Felder voranziehen, wie die Aktion angibt und bekomme dann den Bonus, der dort abgebildet ist. Die Entdecker überspringen sich auch, also wenn der Schwarze jetzt 2 ziehen darf, darf er sogar hier hinziehen. Man darf auch immer weniger fahren und man bekommt immer eben diesen Bonus. Es gibt auch Barrieren, wo man besonders viele Sachen bekommt, wenn man da drüber kommt. Ja, das heißt, das ist auch so ein typisches Element, das ist ein typisches, ich will am liebsten alles machen, das kann ich aber natürlich nicht. Ja? Das Letzte, was jetzt eben in irgendeiner Form auch relevant ist, sind die Prestigegebäude. Jedes Prestigegebäude funktioniert eigentlich gleich mit dem Unterschied, dass es verschiedene Wertungsmethoden sind. Das kann ich genauso wie Karten
kann ich in dieses Prestige-Gebäude investieren, bezahle, was hier abgebildet ist und bekomme am Spielende Siegpunkte für eine gewisse Art, in die ich investiert habe in diesem Spiel. Genau. Das ist im Prinzip grob der ganze Überblick. Also klar gibt es natürlich Details, die aber in den Spielregeln ja erklärt werden. Über wie viele Partien kann denn so eine Geschichte gehen? Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich hätte jetzt mal geschätzt, und ich hoffe, der Alex ist mir nicht böse, weil ich es jetzt falsch sage, so 10 bis 15. Ist auch aber sehr davon abhängig, wie viel man drauf geht. Ja, also wenn die Story Quest jetzt länger liegen bleibt, weil man gerade was Besseres zu tun hat, dann geht die Story halt nicht weiter. Ja? Also es ist sehr gruppenabhängig. Ich schätze, es ist so in dem Rahmen, ich kann es nicht genau sagen. Bloß wenn man Entscheidungen trifft, kann man ja auch dann nochmal spielen, weil dann kann man andere treffen, genau. Etc. Richtig, es können sich Sachen total ändern. Am Spielplan passieren sehr viele Sachen, die Entscheidungen ändern, wo man schon sich denkt, ich weiß genau, was ich jetzt noch schaffe und plötzlich nicht. Aber es ist nie unfair. Es ist nie so, man wird nie verarscht oder so in irgendeiner Form, aber man muss seine Strategie ändern und dessen, das ist sehr schön. Okay, das waren dann alles Wichtige, was ihr wissen müsst über Maracaibo. Gibt es ab jetzt im Handel. Ist vom Alexander Pfister. Und ist von GamesUp, die haben wir noch gar nicht erwähnt, von GamesUp, Ralf Bienert sozusagen. Und Vertrieb ist DLP Games. Genau. Super, dann vielen Dank für die Erklärung. Vielen Dank fürs Interview.